Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank. Solarkühlschrank ist ein Kühlschrank, den wir eigentlich so in Schrebergärten, Alphütten liefern in Verbindung mit einer Inselsolaranlage. Also noch eine Batterie dazu und Solarzellen auf dem Dach. Wir brauchen für so einen Kühlschrank etwa 150 Watt Solarnennleistung. Ist ein normaler Haushaltskühlschrank, oben mit einem Tiefkühlfach, mechanischer Thermostat, Gemüseschublade, das was man kennt von zu Hause, und hinten eine vollautomatische Abtauung im Kühlbereich. Dieser Kühlschrank ist gebaut für den Stationärbetrieb, also nicht gebaut zum Einbauen in ein Fahrzeug oder auf dem Schiff, und vor allem nicht zum Einbauen. Dieser Kühlschrank hat einen Außenhautverflüssiger. Wie ihr vielleicht wisst, ein Kühlsystem kühlt nicht. Das macht nur weniger warm. Und zwar ist es im Kühlschrank drin weniger warm. Und das Kühlsystem transportiert die Wärme nach draußen. Somit wird die Wärme hier und auf der gegenüberliegenden Seite abgegeben. So wird es weniger warm im Kühlschrank. Aber wenn ich jetzt hier ein Holzbrett drauf mache und auf der anderen Seite ein Holzbrett, dann erstickt dieser Kühlschrank. Oder er braucht dann einfach ins Unendliche Strom. Von hinten schauen wir uns den Kühlschrank so an. Wir haben oben eine Tropfschale. Durch die vollautomatische Abtauung entsteht Kondenswasser. Das sammelt sich in der Wanne innen drin und läuft in diese Schale. Und weil es hier hinten warm ist, verdunstet das Wasser permanent. Ein Kompressor ist ein Dampfos Secop BD35K mit Isobutan. Isobutan ist ein natürliches Kältemittel, ein Kohlenwasserstoff, hat ein GWP, also ein globales Erwärmungspotenzial von 3. Erlaubt sind Kältemittel mit einem GWP bis 150, also weit darunter, also Klima, nicht neutral, aber nicht oder sehr wenig klimaerwärmend. Klimaerwärmend erst, wenn es rausgeht. Das Ziel ist ja, dass es im Kühlschrank drin bleibt. Diese Art von Kühlschränke dürfen nur noch, weil die sind haushaltsgesignt und gemäß EU-Gesetz oder was auch gültig ist für die Schweiz, dürfen diese Kühlschränke nur noch mit einem Kältemittel GWP unter 150 gebaut werden. Wir haben hier ein 12-Volt-Kabel, also wir haben nur zwei Kabel, 50 cm lang. Wenn ihr eine Batterie habt, wichtig ist bei 12 Volt, ich erkläre es den Elektriker meistens so, hier haben wir 12 Volt und auf der normalen Steckdose haben wir 240 Volt. Hier haben wir 20 mal weniger Spannung, durch das haben wir aber einen 20 mal höheren Strom. Und wenn wir einen 20 mal höheren Strom haben, brauchen wir 20 mal dickere Kabel wie zu Hause. Das heißt, zu Hause haben wir 1,5 Quadrat, 20 mal dicker wäre hier 30 Quadrat Kabel. Aber das wäre übertrieben, wir haben nur einen Kühlschrank. Die Länge im Meter von der Batterie über Sicherungstableau, Nebenschalter, Überschalter, Unterschalter, weiß nicht, was ihr alles sonst noch verbaut habt, was alles nicht nötig ist. Diese Länge von der Batterie bis zum Kühlschrank sollte in Quadratmillimeter sein. Also wenn ihr 10 Meter Kabellänge habt, verwendet mir ein 10 Quadrat Kabel. Bei 15 Meter Länge, 15 Meter gibt es nicht, es gibt kein 15 Quadrat, dann halt ein 16 Quadrat Kabel. Wenn ich eine 100 Amperestunden Batterie habe, das empfehle ich, das ist etwa die Größe hier,
Eine 100 Ampere Lithium-Batterie, mit der kann ich den Kühlschrank etwa 3 Tage betreiben. Also 3 Tage schlechtes Wetter, 3 Tage Nebel, 3 Tage Schnee. So kann ich den Kühlschrank weiter betreiben. Im Sommer in der Regel überhaupt kein Problem, mit einer 100 Ampere Batterie diesen Kühlschrank durchzubetreiben. Ich mache euch ein Video hier oben vom gleich großen Kühlschrank, aber ohne Eisfach. Hier ein Video über die Außenhautverflüssiger, der Unterschied, eben wo die Wärme abgegeben wird vom Einbauen her. Hier unten den Wemo 91, noch einen kleineren Kühlschrank, und hier den neuen WL 271, das ist ein 200 Liter Gerät mit Tiefkühlfach. Ich wünsche euch einen schönen Tag.